Jede Woche ist Drogerie für mich angesagt und ab und zu schleicht sich da auch mal ein absoluter Flop rein. Und damit ihr euer Geld spart, gehe ich erst in die Drogerie und gebe euch schnellstmöglich ein Update zu den Produkten. Und heute zeige ich euch Produkte, die für mich leider nicht funktioniert haben, gebe euch aber auch Tipps, wie man Produkte, die vielleicht an der einen Stelle nicht funktioniert haben, an der anderen Stelle funktionieren. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die Zeit rennt, wir sind bald soweit, es ist bald soweit. Ich freue mich sehr auf eine schöne Zeit in der Drogerie. Bevor wir das machen, muss ich euch noch so ein bisschen deinfluencen, also euch Produkte zeigen, die für mich leider gar nicht funktioniert haben. Ganz wichtig natürlich am Anfang, vielleicht hat ein Produkt für euch funktioniert, dann ist das super, super gut. Falls ihr aber ähnliche Probleme hattet wie ich mit den Produkten, aber ihr sie noch nicht weggemacht habt, vielleicht kann ich euch ja noch ein paar kleine Tipps geben, wie ihr die Produkte weiterverwenden könnt. Ich freue mich, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Heute eine Runde mit Produkten. Das tut mir auch so ein bisschen leid, weil ich hatte echt große Hoffnungen in einige Produkte. Ich habe es aber auch geschafft, so ein bisschen was draus zu machen. Wir starten mit dem ersten Produkt, was für mich so nicht funktioniert hat. Von Isana das Night in Beauty Kissenspray mit ätherischem Lavendelöl für einen erholsamen Schlaf. Das riecht einfach nach Lavendel. Sehr, sehr intensiv sogar. Und es ist auch ein angenehmer Duft. Ich bin nicht so die größte Lavendelmaus, gerade dieses künstliche Lavendel. Ich hatte damit nur ein bisschen das Problem. Erstmal, ich vergesse es einfach, ehrlich gesagt, mein Kissen damit einzusprühen. Zweitens ist es auch Lavendel für mich nicht der Duft, der mich zur Beruhigung bringt, sondern der putscht mich eher auf, weil es halt sehr intensiv riecht. Was ich viel lieber mache, ist, ich sprühe auf ein Taschentuch ein bisschen Parfum, was ich gerne mag. Ein ganz mildes, so ein sauberes, so ein frisches Parfum und leg das neben mein Kissen. Ich habe so ein bisschen die Vermutung gehabt und wir haben viele Produkte, die hier bei mir Reaktionen auf der Haut ausgelöst haben und ich glaube auch, dass das eins war. Ätherische Öle sind natürlich für viele Allergen, also du kannst allergisch darauf reagieren. Ich habe sonst eigentlich nicht das Problem, wenn ich Produkte in meine Haut gebe, aber ich habe das Gefühl gehabt, irgendwie war das nicht so meins. Erstmal, das riecht halt sehr intensiv, es ist schon wirklich fast wie ein Parfum. Und dann mit dem Gesicht die ganze Nacht da drauf liegen, war nicht so meine Idee. Wenn ihr das habt, probiert es trotzdem vielleicht auf ein Stück Zewa, auf ein Stück Klopapier, meinetwegen auf dem Handtuch und legt euch das neben das Kopfkissen. Das funktioniert dann ganz gut. Hat für mich jetzt aber wirklich nicht diesen beruhigenden Aspekt gebracht. Machen wir gleich weiter mit dem Schlimmsten? Ich glaube ja. Ich habe es euch schon bei TikTok gezeigt, Freunde. Ich war bei Action. Ich gehe einmal im Monat, gehe ich in alle Drogerien. Also ich gehe öfter in die Drogerien, aber einmal im Monat gehe ich ganz aktiv in die Drogerien und schaue wirklich nur nach Neuheiten. Unter anderem aber auch Action. So, und ich habe das jetzt hier mal mit reingenommen, weil ich das gesehen habe. Das ist das einzige Produkt neben der Zwiebelsoße, die ich mitgenommen habe, weil mich irgendwie gar nichts interessiert hat diesen Monat. Und ich habe das gesehen und dachte mir, ja, das ist es. Das ist Maxims Dufterfrischer. Limited Edition Air Refreshener, Caramel Crush, Neroli Blüte und süße Kirsche. Das riecht doch, also es riecht doch schon nach mir. Es klingt doch schon nach mir, oder? Karamell, Gourmand, was Frisches, so ein bisschen was Blumiges, aber nicht zu doll. So dieses Karamellige. Ich mag halt diese Bakery-Düfte total gerne. Und ich habe ein großes Problem. Ich hab viele Probleme, aber eins davon ist, ich kann nicht in einen Laden gehen und wieder rausgehen, ohne etwas gekauft zu haben. Und wenn es nur ein Paket Kaugummi ist. Weil ich Angst habe, dass die Leute denken, dass ich was geklaut habe. Geht's euch auch so? So, also kaufe ich dann immer irgendwas. So, ich hatte jetzt aber was gefunden. Aber ich wollte das nicht sprühen. Ich mag das nämlich nicht, wenn Leute in der Drogerie stehen und dann anfangen, Deos durch die Gegend zu sprühen oder so. Ich finde das A. Wenn du es dann nicht kaufst, hast du das Produkt schon geöffnet. Und es ist auch einfach nicht korrekt anderen Leuten gegenüber, die dann durch den Sprühnebel laufen. Also habe ich mich nicht getraut, das im Laden zu probieren. Und ich wünschte, ich hätte den Hintern in der Hose gehabt, das zu tun. Denn dieser Raumduft riecht. Ich hoffe, ihr esst gerade nicht. Wenn nicht, kaut kurz auf, schluckt runter. Wenn du schon mal bei irgendjemandem zu Hause warst und jemand vor dir war auf der Toilette, Nummer 2, und hat dann probiert, den Duft zu kaschieren mit einem Spray. Meistens ist es ja diese Febreze-Dinger oder so. Und diese Kombination aus beidem, hier, da musst du nicht mal aufs Klo gehen für. Wenn du möchtest, dass deine Wohnung, dein Zimmer, dein Bar, wo auch immer du willst, dein Auto nach Nummer 2 überdeckt riecht, das hier. Das ist das Widerlichste, was. Das ist noch schlimmer. Noch schlimmer als dieser Benzinduft von Rammstein oder so. Da muss doch. Also, ich.
Ne, wisst ihr, wonach es noch riecht? Nach diesen Hustenbonbons, diesen Halsschmerz-Lutschbonbons und Nummer 2. Oh, nee, da ist die Nummer 2. Oh. Also wirklich, da, ich habe wirklich große Hoffnung gehabt bei Action. Ich habe das hier noch. Das ist aus dieser Cherry-Reihe. Super, super, super gut riecht das. Das ist sehr intensiv, aber das ist ja widerlich. Also das ist wirklich widerlich. Das ist eine Beleidigung für jedes einzelne Nasenhärchen von mir. Ganz schrecklich, da habe ich auch keine Lösung für. Habe ich wirklich keine Lösung für, außer dass ich es wegwerfen muss. Ich weiß, meine Mutter würde es hassen, deswegen kann ich es nicht mal ihr geben. Meine Oma sprüht nicht, deswegen, I'm sorry, kommt das weg. Lass es sein, Kinders. Lass es sein. Ein weiteres Produkt, was jetzt nicht so ein großer Flop war. Es kann sein, dass ich ein Montagsprodukt da erwischt habe. Das ist jetzt auch nicht neu. Es lag jetzt aber schon lange in meiner Aufgebrauchtkiste. Von Rival de Loup. Das Sunset Lover Lip Oil. Das ist, glaube ich, aus der LE vor einem Jahr gewesen. Das hat hier so einen Ball. Und es gab ja das schon mal, da ist so eine Blüte drin. Das war aber von Rival de Loup Young, glaube ich. Das mochte ich ganz gerne damals. Das Problem hier ist einfach die Verpackung, dass es, sobald es gedreht ist, es ausgelaufen ist. Und weiß ich nicht. Ich glaube, dass so ein bisschen die Zeit von diesen Lippenölen ein bisschen drüber ist. Ich habe dazu einfach nicht gegriffen. Ich hätte es auch nicht irgendwo mit hinnehmen können. Es ist nun immer ausgelaufen. War jetzt ehrlich gesagt nicht so meins. Ist jetzt aber auch nicht so ein großer Flop. Also wenn ihr damit fein seid, ist das okay. Was man damit gut machen kann, wenn man es vielleicht nicht auf den Lippen benutzen möchte, kann man das hier so ein bisschen als Nagelöl benutzen. Ich glaube, dafür kann ich es auch noch ein bisschen weiter aufbrauchen, um es weiter zu benutzen. Ja, also hat mich jetzt nicht so umgehauen. Das ist halt ein sehr günstiges, sehr einfaches Produkt. Es ist zwar Glas, nur es kann sein, dass die Verpackung bei mir beschädigt wurde. Aber jetzt passt auf. Jetzt kommen drei Produkte, die für mich wirklich schon fast, für mich persönlich, das ging einfach gar nicht. Nummer 1, und da bin ich wirklich ein bisschen traurig drüber, wenn ich ehrlich bin, ist von Balea, das Tarte Perfection Pflegender Concealer. Das ist ein Schwämmchenapplikator gewesen, den kann man so rausdrehen und dann kommt das Produkt raus. First of all, das Ding ist noch nicht 6 Monate alt. Also hier steht ja drauf, nach der Öffnung 6 Monate haltbar. Der Flock-Applikator löst sich auf. Also du hast hier, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, der Applikator löst sich auf. Das geht nicht. Das darf nicht passieren. Dann ist das Packaging nicht das richtige Produkt für das Produkt. Oft ist es so, dass Inhaltsstoffe in einem Produkt mit der Verpackung nicht so ganz fein sind. Das wird eigentlich immer getestet und wenn es nicht ganz so eindeutig ist, dann reduziert sich natürlich die Zeit, die auch hier hinten mit draufsteht, auf 6 Monate beispielsweise. Sonst wäre es wahrscheinlich 12 Monate gewesen. Das geht erstmal nicht. Zweitens, es riecht widerlich nach Essig. Es ist gekippt, es ist so schnell gekippt, dass ich sage, das geht gar nicht. Alles ist hier voll mit Flocken und es ist einfach nicht mehr sicher, das Produkt zu benutzen. Ne, das ist ganz, ganz wichtig. Achtet bitte immer auf Produkte, auf diese Angaben da hinten drauf. Überschreit bei Puderprodukten, würde ich sagen, ist fast egal. Fast egal. Aber alles, was cremig ist, alles, was mit direktem Kontakt zur Haut kommt, ist nicht mehr sicher, es zu benutzen. Man kann vieles noch weiter benutzen und vielleicht ein bisschen einfach abwandeln, aber hier merkt man schon, dass es nicht mehr sicher ist. Riecht an euren Produkten. Wenn unsere Nase sagt, das riecht nicht mehr gut, dann ist es wahrscheinlich auch nicht mehr gut. Riecht an euren Produkten und wenn ihr seht, dass sich das alles auflöst und dass da nichts mehr bei rumkommt, dann macht das weg. Das Produkt an sich hat sich auch zersetzt, also es ist alles auseinandergegangen. Ist für mich ein bisschen schade, weil das eigentlich ein gutes Produkt war. Es erinnerte mich so ein bisschen an das YSL Touché Éclat, was ja sehr teuer ist. Da zersetzt sich das Produkt auch nach 5 Jahren nicht, ne? Also das ist schon wichtig, dass Produkte Inhaltsstoffe drin haben, die etwas ein bisschen zusammenhalten. Wenn ihr den habt, schaut bitte nach, ob das bei euch auch passiert ist und entfernt es. Ein Produkt, was ich auch wirklich, da bin ich nicht mit zurechtgekommen, ist von Garnier, dieser wahre Schätze Honig. Haarhonig, reparierendes Serum, sichtbar, weniger Spliss. Er klebt nicht, fettet nicht. Würde ich sagen, ist eine Lüge. Also, erstmal, es riecht toll. Es fühlt sich erstmal toll an, aber es ist eigentlich nur Silikon. Und du hast sofort dieses silikonige Gefühl. Du darfst nicht zu viel benutzen und die Chance, dass du zu viel benutzt, ist sehr, 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 sehr hoch. Die Haare sehen danach natürlich glänzend aus, aber lasst es euch gesagt sein, der Grat zwischen gepflegtem Glanz und etwas sieht fettig und ungepflegt aus, ist sehr, sehr dünn bei Haaren. So, und deswegen ist das für mich leider gar nichts gewesen, wenn du dann diese Haare die ganze Zeit hier am Hals oder an den Ohren hast, die so silikonig, so, das ist ja so rutschig. Nee, hat wirklich für mich gar nicht funktioniert. Kommt weg, ich werde es mal meiner Mutter nochmal mitbringen morgen.
Vielleicht mag die das haben, vielleicht gibt sie euch dann nochmal ein Update dazu. Für mich hat das leider gar nicht funktioniert. Genauso wie das hier. Und das wird viele wahrscheinlich wundern. Das ist von Geek & Gorgeous, das 101 Liquid Hydration 5% Pantenol NMF Toner. Die Sprühflasche finde ich toll. Ich finde gut, dass er in der Sprühflasche gekommen ist. Ich weiß aber nicht, was hier mit drin war, dass ich es nicht vertragen habe. Irgendwas hat da bei mir Reaktion ausgelöst und ich habe mittlerweile eine ganz gute Routine gefunden, um herauszufinden, welches Produkt das ist. Dadurch, dass ich mich natürlich viel mit der Pflege auseinandersetze, kann ich dann auch genau sagen, wenn ich diese Woche diese Routine habe und ein Produkt davon neu hinzugekommen ist und ich reagiert habe und Pickelchen bekomme, so kleine Pickelchen bekomme, dann weiß ich, dass das für mich nicht funktioniert und nehme das dann wieder raus. Und wenn sie dann verschwinden wieder und ich die Routine aber konsequent ohne das Produkt weiter aufrechterhalte, dann weiß ich, dass es das war. Habe ich hier festgestellt. Ich habe das auch neulich schon in einem Video gesagt und mir hat eine Zuschauerin geschrieben und das fand ich sehr, 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 sehr gut. Da bin ich ein bisschen traurig, dass ich es dafür dann nicht verwendet habe. Ich habe das dann am Körper benutzt, war für mich gar kein Problem. Sie hat gesagt, dass sie das auf ihre Kopfhaut benutzt. Gerade wenn man so trockene Kopfhaut hat, so schuppige Kopfhaut, war das für sie wohl eine gute Pflege. Also wenn ihr damit vielleicht Probleme habt oder auch generell, probiert das mal aus. Auf der Kopfhaut und gebt mir dann gerne ein Feedback in den Kommentaren. Also abonniert unbedingt den Kanal, dass ihr diese Videos nicht verpasst. Weil ich immer merke, dass viele in der Community sich auch untereinander austauschen und auch das möchte ich in diesem Video natürlich so ein bisschen animieren. Schreibt gerne eure Meinung zu den Produkten in die Kommentare, stellt Fragen, dass jemand aus der Community sie vielleicht für euch auch beantworten kann, wenn ich sie nicht sehe. Da war ich so ein bisschen traurig, aber ich habe noch ein Produkt und das hat mich wirklich traurig gemacht, weil ich große Hoffnungen da drin gesetzt hatte. Ist von No Cosmetics dieser Lichtschutzfaktor gewesen. Lichtschutzfaktor 50 plus, sehr hoch. Schützt vor Sonnenschäden durch UVA und UVB-Strahlen mit diesem neuen Wirkstoffspray One aus einer Alge aus der Spray. Habe ich euch neulich schon mal in dem Haul schon gesagt, ist etwas, was mich gar nicht catcht. Wenn ich an die Spray denke, denke ich an eklig und nicht an, oh, das möchte ich in meinem Gesicht haben. Ich muss aber auch dazu sagen, ich gehe nicht in Gewässer, die ich nicht sehe. Also, ich gehe nicht in Gewässer, wo ich meine Füße nicht sehe. Ich gehe generell sehr, sehr ungerne in Wasser. Ich glaube, da bin ich so ein bisschen gebrandet von meinem Vater bei uns in der Familie in Italien. Ich kann gut schwimmen, ich habe Goldabzeichen sogar, ne? Aber bei uns in Italien können alle nicht schwimmen, obwohl die am Meer wohnen und natürlich viele Horrorgeschichten. Ich habe sehr großen Respekt vor Gewässern. Auch gerade so eine Spree oder so ein See oder so würde ich generell nicht reingehen, weil mich das einfach, da fühle ich mich nicht gut mit. So ist ja auch völlig egal. Nur, das ist ein Lichtschutzfaktor, tolles Finish, tolle Textur, Packaging, grandios. Ich mag diese Quetsch-Pump-Kombination sehr gerne. Eine sehr leichte, sehr weiche Textur hinterlässt auch ein schönes Glowy-Finish, aber nicht speckig. Da hatte ich so ein bisschen Angst, wenn der Brand sagt Glowy Sun Fluid, dass sie meistens sehr glowy sind. Problem Nummer eins, bei diesen Sonnenfluiden brauchst du mehr. Also, die sind ja ein bisschen leichter kombiniert. Da würde ich sagen, dass das nicht ausreicht. Da würde ich nochmal einen zweiten oder sogar einen dritten noch zusätzlich dazugeben, dass du die richtige Menge hast. Er fühlt sich gut an. Er duftet nach Lichtschutzfaktor, aber nicht nach so einem künstlichen Sonnenschutz, sondern schon nach einfach Rohstoffen, was ich okay finde. Dafür ist die Reaktion der Haut dann nicht so hoch. Zwei Probleme damit gehabt. Problem Nummer eins, es rollt sich ab. Ich habe es probiert mit allem. Ich habe es probiert mit meiner normalen Routine drunter. Und das ist ja das, was ich eigentlich erwarte, ne? Dass ich meine reguläre Morgen Skincare-Routine machen kann, mit Vitamin C, mit Hyaluron, was weiß ich, und dann den Lichtschutzfaktor mit draufgeben kann, hat nicht funktioniert. Ich habe es mit weniger probiert, hat nicht funktioniert. Ich habe es ohne probiert, hat nicht funktioniert. Und dann gab es einen ganz, ganz massiven Punkt. Ich habe krasse, krasse Unreinheiten bekommen davon. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe den Inhaltsstoff noch nicht so richtig rausgefunden, der das war. Passiert aber bei mir bei Lichtschutzfaktoren sehr, 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 sehr oft. Ich vertrage wenig Lichtschutzfaktoren. Eigentlich nur die von L'Oreal. Die Vitamin C, den Niacinamid, den von La Roche-Posay vertrage ich gut. Und von Colibri. Ich hab ihn nicht vertragen. Erst habe ich so kleine Pickelchen bekommen und dann habt ihr es wahrscheinlich neulich gesehen bei mir in der Insta-Story. Ich habe diese dicken, dicken Pusteln bekommen. In meinem Kopf war es der. Kann ich natürlich nicht garantieren, aber wenn ich dieses Gefühl habe, dass ich ein Produkt nicht vertrage, dann sortiere ich es auch gleich aus. Man kann ihn mit Sicherheit gut am Körper auch benutzen. Dafür werde ich ihn auch behalten. Ich werde ihn nicht wegwerfen, weil ich das einfach schade finde. Du kannst ihn gut an den Armen benutzen für so ein bisschen Lichtschutzfaktorschutz, für so ein bisschen,
Ne? Aber im Gesicht hat er für mich leider nicht funktioniert. So glowy war er jetzt auch nicht. Also da wurde ich, muss ich sagen, hat mich persönlich leider enttäuscht. Ich bin gespannt, ob ihr vielleicht damit Erfahrung gemacht habt. Dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Und dann sehen wir uns schon ganz bald zu einer neuen Runde hier wieder, ihr süßen Mäuse. Heute mal eine kleine Runde mit Produkten, die für mich nicht so funktioniert haben. Auch nicht ganz so aggressiv und auch nicht ganz so wütend. Habt ihr euch gewünscht, kriegt ihr natürlich, ihr süßen Mäuse. Ich habe nämlich, im Moment höre ich das ganz oft, dass viele bei meinen Videos einschlafen. Ich weiß nicht, ob mich das ehrt oder ob mich das berührt. Nein, ist völlig in Ordnung. Wir machen es ein bisschen ruhiger, ihr süßen Mäuse. Schreibt mir gerne eure Meinung zu diesen Produkten oder zu vielleicht weiteren Flops aus der Drogerie in die Kommentare. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Gute Nacht, schlaf gut oder wann auch immer ihr das Video schaut.